Wir befinden uns hier in der Starface Windows App für Starface 8 und ihr erfahrt hier etwas über den Telefonie- und den Chat-Status. Der Telefoniestatus ist ein automatisch generierter Status und der hat eine bestimmte Farbkodierung. Ich zeige euch das hier am besten mal anhand der Favoriten und wir achten mal hier ganz genau auf die Linda. Grün bedeutet, sie ist angemeldet und frei, also kann angerufen werden. Gelb bedeutet, dass sie gerade einen eingehenden Anruf erhält. Wenn sie dann den Anruf annimmt, sehen wir, dass hier ihre Taste rot wird, also gerade telefoniert und nicht erreichbar ist. Einen weiteren Status gibt es, der ist blau. Das ist die Nachbearbeitungszeit in der IQ. Die IQ ist eine integrierte Klingelstrategie für Gruppen mit Warteschlange. Der graue Status bedeutet einfach, dass man nicht angemeldet ist, also auch nicht angerufen werden kann. Außerdem haben wir hier über die Form, ob unten links oder oben rechts oder unten rechts, auch eine Formkodierung. Eine Ausnahme ist der Status bei Starface Neon Video Meetings. Sobald ich mich in ein Video Meeting einlogge, wird auch der Status dazu automatisch als Starface Neon Video Meeting generiert. Wenn ich hier im Fokusbereich auf Bitte nicht stören klicke, dann erscheint hier oben ein kleines Icon und das hat auch technische Auswirkungen, nämlich dass Telefonate nicht durchgestellt werden. Beim Chat-Status gibt es drei voreingestellte Stati, die finden wir hier im Fokusbereich, dort können wir sie auch einstellen. Der erste ist verfügbar, dann gibt es noch abwesend und bitte nicht stören. Im Gegensatz zum Telefoniestatus ist dies nur ein Hinweis und hat keine weiteren technischen Auswirkungen. Wir können auch eigene Stati erstellen, indem wir hier eine Kategorie auswählen, Text eintippen und wenn wir dann abspeichern, wird er hier unten in der Liste angezeigt. Sowohl Telefonie als auch Chat-Status sind zum Beispiel hier im eigenen Status zu sehen oder bei den Favoriten, in den Ruflisten, bei den Chat-Icons und so weiter. Eben überall, wo Benutzer zu sehen sind. Wenn man die Outlook-Integration nutzt, kann der Telefoniestatus zum Beispiel auch in E-Mails angezeigt werden. Das war's so viel zu diesem Thema. Weitere Infos gibt's in weiteren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.